Liebe Zuhörer und Zuseher, auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum virtuellen ASCO, Rückblick des virtuellen ASCOs. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Mammakarzinom anfangen. Dr. Egle, darf ich um die Dias bitten und um Ihren Vortrag? Ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Die Mammakarzinom-Highlights des ESCO 2020, der, wie gesagt, unter eigenartigen Umständen stattgefunden hat, zu präsentieren. Darf mich bedanken für die einleitenden Worte von Professor Horninger und die Einladung von Georg Pall. Und ich denke, die onkologische Community hat sich entschieden, statt einer Corona-Party, wie das sonst jedes Jahr stattfindet, bei der Social Distancing de facto unmöglich ist, durchzuführen, eben auf ein virtuelles Format umzusteigen. Und ich denke, das hat auch sehr gut funktioniert. Und entsprechend dem werden wir unter den Pandemiebedingungen heute auch virtuell diese neuen Ergebnisse diskutieren können. Und ich darf sie Ihnen nun vorstellen. Ich habe meinen Vortrag gegliedert in neoadjuvante Therapie, adjuvante Therapie und palliative Therapie des metastasierten Mammakarzinoms und darf Ihnen jetzt also die Neuigkeiten zu diesen Themen jeweils präsentieren. Ich würde beginnen mit der FELIN-Studie, eine Studie, die sich mit der Therapie von mit CDK4/6-Inhibitoren beschäftigt, und zwar in der neoadjuvanten Situation. Die CDK4/6-Inhibitoren spielen ja inzwischen eine wichtige Rolle in der metastasierten Behandlung des hormonrezeptorpositiven Mammakarzinoms. Und aufgrund der großen Erfolge, die wir da schon gefeiert haben, mit diesen neuen Therapien drängen diese Therapien zunehmend auch in adjuvanten und neoadjuvanten Bereich. Aus dem adjuvanten Bereich gibt es ja gerade gemischte Meldungen. Die PALLAS-Studie scheint negativ zu verlaufen. Jedoch die MONARCH-E-Studie mit abemaciclib scheint ihren primären Endpunkt erreicht zu haben. Also wir können gespannt sein, was sich hier noch tut. Und die FELIN-Studie hat eben Letrozol in Kombination mit ribociclib als neoadjuvante Therapie verglichen mit Letrozol plus Placebo untersucht, um hier festzulegen, ob die an und für sich relativ schwachen Ansprechraten auf endokrine Therapie alleine in der neoadjuvanten Situation durch die Zugabe einer Zellzyklusblockade hier verbessert werden könnten. Es gab hier schon mehrere Studien, die eigentlich durch die Bank negativ ausfielen. Die Frage ist, haben wir nach dem richtigen Parameter unseren Response quasi gemessen? Und die Frage ist hier eben, PCR ist selten und die Residual Cancer Burden nicht validiert, wie wir sie bei der Chemotherapie anwenden. Klinische und radiologische Assessments korrelieren oft nur sehr schwach mit dem wirklich pathologischen Befund, den wir dann bei der Operation sehen. Was wir wissen, ist, dass ein frühes Messen von Ki-67 einen besseres erkrankungsfreies Überleben vorhersagen kann und dass vor allen Dingen ein frühes Ansprechen von Ki-67 auf unter 10% mit einer besseren Prognose vergesellschaftet ist. Was jetzt die FELIN-Studie überlegt hat, ist den sogenannten PEPI-Score mit einzunehmen. PEPI ist eine Abkürzung für präoperativ endokrine prognostischen Index, der sich aus anatomischen, klinikopathologischen Faktoren und biologischen Faktoren zusammensetzt. Und Patientinnen, die einen PEPI-Score von 0 erreichen, haben eine sehr gute Prognose mit relativ wenigen Recurrences. Dementsprechend wurde dieses als primärer Endpunkt gewählt. Wir sehen hier kurz das Design. 120 Patientinnen wurden hier randomisiert. Hormonrezeptor positiv, postmenopausal mit einem Tumor von über 2 Zentimetern, zumindest Stadium 2 oder 3 und HER2 negativ. Und die wurden randomisiert in eine CDK4/6-Inhibitor-freie Gruppe mit Placebo und Letrozol mit 38 Patienten. Dann ribociclib intermittierend in der Standarddosierung 600 Milligramm pro Tag für 3 Wochen, eine Woche Pause pro Zyklus und dann in Gruppe C ribociclib in 400 Milligramm Dosierung durchgehend, was wir nun in momentan laufenden Studien öfters sehen, da die Hoffnung ist, dass die Kardiotoxizität hier in diesem Dosierungsschema vielleicht etwas günstiger liegt. Es wurden hier jeweils 6 Zyklen im 4-Wochen-Schema verabreicht. Es wurde ein klinisch-radiologisches Assessment mit Ultraschall und MRI durchgeführt. Es wurden Gewebeproben zu Baseline am Tag 14 des ersten Zyklus und bei Operation entnommen.
Und bei dieser Zwischenanalyse am Tag 14 des Zyklus 1 wurde gemessen, ob Ki67 einen entsprechenden Abfall zeigt, weil eben Patienten, die das nicht tun, grundsätzlich langfristig keine gute Prognose mit endokriner Therapie alleine aufweisen. Und diese Patienten wurden dann aus der Studie herausgenommen, wenn sie diesen Cut-off nicht geschafft haben. Der primäre Endpunkt, wie gesagt, ein PEPI-Score von 0. Und wenn wir uns die Patientinnencharakteristika ansehen, sehen wir, dass hier durchaus etwas Ungleichheiten in den Placebo-Gruppen und der Kombination Gruppe B, C, also mit CDK4/6-Inhibitor bestehen, vor allen Dingen was Tumorgröße, Nodalstatus, aber auch pathologischen Subtyp anbelangt. Und die Ergebnisse waren ähnlich wie bei den anderen neoadjuvanten endokrinen Therapiestudien leider negativ. Der PEPI-Score zeigte hier keinen relevanten Unterschied, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise signifikant wäre im Vergleich zwischen der Placebo-Gruppe und der Gruppe mit der Therapie in Kombination mit Ribociclib. Es bringt also hier eine Zugabe des CDK4/6-Inhibitors in der neoadjuvanten Situation weiterhin keine Verbesserungen. Wenn wir nun zu den HER2-positiven Tumoren wechseln, ist hier immer die Frage, können wir Therapie deeskalieren? Es gibt hier verschiedene Ansätze, da die neoadjuvante Therapie ja unsere bevorzugte Behandlungssetting in der HER2-positiven Mammakarzinom-Behandlung ist. Die neoadjuvante Therapie ermöglicht es uns, ein response-adaptiertes Behandlungsschema für die Patientin zu schneidern und dementsprechend auch eine Gelegenheit für Deeskalation zu suchen. Und wir wissen, dass ein frühes Ansprechen möglicherweise ein guter Prädiktor für das Erreichen einer kompletten pathologischen Remission ist, dass wir nach wie vor als Surrogatmarker für ein gutes Langzeit-Outcome nehmen. Wir wissen das zum Beispiel aus deutschen Studien von der WSG-Studiengruppe, dem ADAPT-Trial, die hier nach zwei bis drei Wochen Therapie bereits Tumorproben entnommen haben und hier einen Abfall im Ki67 sehen. Die Frage, die sich nun im Fergen-Trial gestellt hat, ist, ob wir das vielleicht auch nicht invasiv machen können, nämlich anhand von frühem metabolischen Response im Rahmen eines PET-CTs, der uns dann eine Aussage dafür geben kann, ob dieser Tumor eine Chance hat, eine PCR zu erreichen. Und hier wurde eben versucht, im Sinne einer Deeskalation eben auch nur Antikörpertherapie mit Trastuzumab und Pertuzumab auch ohne Chemotherapie anzuwenden. Und wir sehen das etwas komplizierte Studiendesign, das hier von Javier Cortés vorgestellt wurde. Für diese Präsentation wurde hier quasi nur dieser Teil zwischen Arm A und B gewählt, wo wir vor allen Dingen uns auf diesen Bereich konzentrieren. Also Patientinnen haben zwei Zyklen Antikörpertherapie, eventuell auch mit endokriner Therapie, falls endokrin responsiv in Kombination erhalten. Die Gruppe A Chemotherapie plus Antikörpertherapie. Und es wurden dann nach diesen zwei Zyklen ein PET-Scan durchgeführt. Und je nachdem, ob wir hier ein gutes oder Ansprechen von der metabolischen Seite her haben, wurden die Patientinnen dann in diesem chemotherapiefreien Arm nochmals randomisiert. Wenn Response da war, wurden die Patientinnen weiterhin mit endokriner Therapie, mit Antikörpertherapie behandelt bis zur Operation. Wenn nicht, haben die Patientinnen 6 Zyklen Chemotherapie erhalten. Und auch danach wurde nochmal, je nach Erreichen einer PCR oder Non-PCR, die Therapie entsprechend nochmals adaptiert. Und bei optimalem Verlauf der Erkrankung wurde hier eine komplette Therapiezyklus ohne die Zugabe von Chemotherapie durchgeführt. Diese Ergebnisse liegen uns hier allerdings nicht vor. Wir haben hier nur für den primären Endpunkt für PCR-Rate in den PET-Responders von Arm B wirklich Ergebnisse bekommen. Und die sehen wie folgt aus. Von den Patientinnencharakteristika sehen wir, dass beide Gruppen sehr gut balanciert sind. Die Studienkohorten gleichen auch sehr unserem alltäglichen klinischen Praxispatientengut, das wir sehen, was Nodalstatus anbelangt, was Hormonrezeptorstatus anbelangt. Und wir sehen, dass die SUV, also die standardisierte Uptake Value, der Messwert, in dem die Nuklearmediziner uns quasi die Stoffwechselintensität angeben, auch in allen Armen vergleichbar war. Wenn wir nun uns diesen ersten Co-Primary Endpoint anschauen, der hier ausgewertet wurde, sehen wir, dass doch ein großer Anteil dieser Patientinnen, die keine Chemotherapie erhalten haben, PET-Responder waren, fast 80%. Von denen konnten in etwa 40% eine PCR erreichen.
wenn wir uns dann noch die PCR genauer angeschaut haben, also die deutlich höher war natürlich die Ansprechrate in Bezug auf PCR im Chemotherapiearm von diesen 70 Patientinnen, die TCHP erhalten haben, also Taxan, Carboplatin, Herceptin und Perjeta in der Kombination haben es über 50% angesprochen, aber doch beträchtlich auch chemotherapiefrei mit 35%. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, nach PET-Respondern, sowohl im Chemotherapie- als auch im chemotherapiefreien Arm, sehen wir, dass hier 40% der Patientinnen, die im PET angesprochen haben, eine PCR erreichen, ein sehr beachtlicher Wert. Ich denke, er ändert nichts an unseren Standards, dass die Patientinnen derzeit noch Chemotherapie brauchen. Aber wir sehen, dass es offensichtlich durchaus Patientenpopulationen gibt, die wir hier auch vielleicht durch den frühen Einsatz von PET-CT identifizieren können. Auch eventuell eine Möglichkeit wäre, hier auf eine Chemotherapie zu verzichten. Und es bleibt hier doch sicher, das 3 Jahres erkrankungsfreie Überleben, diese Auswertung abzuwarten bei Patientinnen, die dann auch wirklich absolut chemotherapiefrei behandelt wurden. Aber insgesamt sicher spannende Ergebnisse und Möglichkeiten hier auch in der Zukunft, sich diese Sachen weiter anzuschauen. Wir bleiben auch in der nächsten Studie, Train 2, bei der HER2-positiven Population. Diese Studie stellte sich die Frage, ob Anthracycline nach wie vor ein essentieller Teil der HER2-positiven Behandlung, vor allem hier im neoadjuvanten Setting sind. Und wir haben hier 3 Jahres-Follow-up für diese Phase-3-Studie und die Patientinnen HER2-positiv, Stadium 2 bis 3 mit einer entsprechend adäquaten Linksventrikelfunktion wurden 440 Patientinnen randomisiert, 1:1 in einen Arm, nur mit, ähnlich wie vorher, Taxan, Carboplatin plus Trastuzumab und Pertuzumab. Primär 3 Zyklen, dann 6 Zyklen komplettiert bis zur Operation. Und im Anthracyclin-Arm wurde 3-mal FEC mit Trastuzumab und Paclitaxel verabreicht und dann 6 Zyklen PTC plus Pertuzumab. Also vergleichbar dann in der sequentiellen Therapie mit dem ersten Arm. Die Ergebnisse waren, denke ich, erwartungsgemäß. Wir haben ja schon aus der adjuvanten Situation mit der BZ006 gesehen, dass anthracyclinfreie Regime durchaus eine Option darstellen. Und wir sehen, dass hier hohe pathologische komplette Remissionsraten in beiden Armen erzielt werden konnten von 68 bzw. 67%, unabhängig davon eben, ob ein Anthracyclin vorhanden ist. Und das gilt auch für alle relevanten spray-spezifizierten Subgruppen wie Tumorgröße, Nodalstatus, Hormonrezeptorstatus und Alter. Dementsprechend hier also sehr gute, robuste Ergebnisse. Und wenn wir uns nun auch noch das Event-Free Survival ansehen, sehen wir hier, dass im 3-Jahres-Follow-up kein Unterschied im Event-Free Survival zwischen anthracyclinhaltigem und anthracyclinfreiem Chemotherapieregime besteht in der Kombination mit dualer Blockade. Und wir hier offensichtlich in manchen Situationen durchaus auf Anthracycline verzichten können, wohl auf jeden Fall in Lower-Risk-Situationen, was wir im Alltag bereits machen, hier nur mit Taxanen alleine oder in der Kombination mit Carboplatin das zu behandeln. Aber die Frage ist, ob das auch in der High-Risk-Situation ist, so ist. Ich denke, da wird sich noch in der nächsten Zeit auch weitere Studien präsentiert werden, die diese Frage vielleicht final klären. Jedenfalls ist es so, dass in dieser Studie zu beobachten war, dass erwartungsgemäß die anthracyclinhaltigen Chemotherapie-Schemata in der Kombination mit der HER2-Therapie ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiale Toxizität geboten haben. Und auch in einem Drittel der Patientinnen, die eine Linksventrikelauswurffraktionseinschränkung erlitten haben, diese sich auch langfristig im Follow-up dieser Studie nicht erholt hat. Wir wechseln zur adjuvanten Therapie, bleiben aber nochmals beim HER2-positiven Mammakarzinom. Und hier hat die Nadja Habeck aus München die Caitlin-Studie vorgestellt, eine Therapieform, die eben versucht, die Chemotherapie-Kombination im HER2-gezielten Bereich weiterhin als Standard zu erhalten. Die hat ja auch den Verlauf der Erkrankung, diesen natürlichen Verlauf der Erkrankung mit einer primär schlechten Diagnose dramatisch verändert. Nichtsdestotrotz bleibt das Rezidiv ein Problem. Vor allen Dingen in Höherrisikosituationen mit nodaler Positivität oder Hormonrezeptornegativität, aber auch die Toxizität ist ein Problem unserer Systemtherapie. Und Taxane stellen hier doch auch signifikante Toxizitäten, vor allen Dingen im Sinne einer Neuropathie dar. Die Caitlin-Studie hat also versucht, das Ansprechen zu verbessern, aber auch die Toxizität zu reduzieren, indem hier
nach einer Standardtherapie mit Anthrazyklinen adjuvant, dann eine Chemotherapie mit Taxan versus plus dualer Blockade versus TDM1 plus Pertuzumab untersucht wurde. Wir sehen hier das Studiendiagramm. Also hier nach Standard-Anfangstherapie, 3 bis 4 Zyklen anthrazyklinhaltiger Therapie mit Cyclophosphamid, wurde dann hier entweder Taxan gegeben für 3, 4 Monate und die Trastuzumab-Pertuzumab-Therapie nach Standard für 18 Zyklen oder im experimentellen Arm TDM1 plus Pertuzumab, beides für 18 Zyklen, das heißt eigentlich eine deutlich längere Phase an Chemotherapieintensität. Und hier wurde erwartet, dass das eben zu einer Verbesserung des Outcomes führt. Die Patientinnencharakteristika in dieser Studie waren sehr gut ausgeglichen zwischen beiden Studienarmen und entsprechen auch hier in etwa dem, was wir uns in der täglichen klinischen Praxis erwarten dürfen. Wenn wir uns die Nebenwirkungen, aber auch die Lebensqualität anschauen, sehen wir, dass in den Safety-Daten diese sehr konsistent sind mit den bekannten Profilen, allerdings keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Wir haben bei ungefähr 50 bis 55% Grad 3 Nebenwirkungen und auch um die 20% schwerwiegende Adverse Events gesehen, also in beiden Therapiearmen quasi vergleichbare Nebenwirkungsprofile. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier offensichtlich eine verbessertes Performance für die Patientin, was die Lebensqualität, vor allen Dingen die Deterioration in Global Health Status anbelangt. Sehen wir hier, dass hier Kadcyla mit Pertuzumab, also TDM1, hier zu bevorzugen ist. Was allerdings keinen Effekt hatte, war der primäre Endpunkt. Hier sehen wir, dass die Kurven in der nodal positiven High-Risk-Gruppe ident sind, genauso wie in der ITT-Population, die hier im kleineren Fenster eingeblendet sind. Absolut kein Unterschied, deckungsgleiche Kurven. Die Studie hat also ihren primären Endpunkt nicht erreicht. Das Invasive Disease Free Survival ist konsistent durch alle Subgruppen und dementsprechend bleibt adjuvante Therapie mit Trastuzumab, Pertuzumab in Kombination mit Chemotherapie der Standard für die Therapie des HER2-positiven Mammakarzinoms im adjuvanten Setting, sofern hier keine neoadjuvante Therapie sowieso durchgeführt wurde. Und hier bleibt zu diskutieren, ob hier zumindest die bessere Lebensqualität ein Argument darstellt, aber ich denke, für den Moment wird sich hier an unseren gegebenen Therapieschemata nichts ändern. Eine weitere wichtige Präsentation, vor allem in der adjuvanten Situation, war nun wieder bei den hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Patientinnen, die Präsentation der Langzeitergebnisse der MINDACT-Studie. MINDACT hat primär den Endpunkt schon 2016 rapportiert, ebenfalls am ESCO, und hier konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von einer Gensignaturanalyse, in diesem Fall MammaPrint, als Entscheidungshilfe für die adjuvante Chemotherapie beim Mammakarzinom durchaus Sinn macht. Wenn wir uns das etwas überladene Schema der Studie ansehen, sehen wir, dass hier insgesamt fast 6.700 Patientinnen randomisiert wurden. Diese Patientinnen wurden beurteilt nach klinisch-pathologischem Risiko mit dem Tool von Adjuvant Online. Ist die Frage, ob das vielleicht ganz adäquat ist heutzutage noch. Und kombiniert eben mit dem MammaPrint. Und es wurden Gruppen gebildet, klinisch niedriges Risiko und genomisch niedriges Risiko hatten keine Chemotherapie erhalten. Klinisch und genomisch hohes Risiko hatten selbstverständlich Chemotherapie erhalten. Und bei den diskordanten Fällen, wo entweder die Klinik ein niedriges Risiko in Kombination mit hohem genomischen Risiko ergab, oder klinisch hohes Risiko und genomisch niedriges Risiko, wurden dann randomisiert in Chemotherapie versus keine Chemotherapie. Die primären Ergebnisse vor 4 Jahren, die präsentiert wurden, zeigten ein 5-Jahres Distant Metastasis Free Survival von 94,7% für die klinisch High Genomic Low Gruppe, die keine Chemotherapie erhalten. Also ausgezeichnete Daten für Patientinnen, die zwar nach klinisch-pathologischen Parametern als Hochrisiko eingeschätzt wurden, genomisch aber als Niedrigrisiko eingeschätzt wurden. Diese Patientinnen haben offensichtlich von einer Chemotherapie keinen wesentlichen Benefit erhalten. Und dementsprechend wurde nun die Langzeit-Follow-up mit 8,7 Monaten präsentiert. Und wir sehen hier den Endpunkt eben in dieser Clinical High, Genomic Low Gruppe, Chemotherapie versus Non-Chemotherapie. Bei der 5-Jahres-Analyse war hier wirklich kaum ein Unterschied zu erkennen. Aktuell sieht man, dass hier ein 2,6-prozentiger Unterschied mit einem Konfidenzintervall von ca. 1,5% auftritt und wir hier mit Chemotherapie ein 8-Jahres Metastatic Disease Free Survival
von 92% gegen 89,4% haben. Durchaus akzeptable Werte, vor allen Dingen, wenn wir uns diese Gruppen noch nach Alter aufschlüsseln, stratifiziert nach Alter, sehen wir, dass hier gerade bei älteren Patientinnen, sprich postmenopausalen Patientinnen, kein Unterschied auch nach 8 Jahren besteht, 90,2 versus 90% DMFS trotz keiner Chemotherapie. Eher bei den jungen Patientinnen ergibt sich hier ein 5%iger Unterschied, der sich hier im Verlauf die Kurven doch etwas trennen, wo es abzuwägen gilt, woher kommt dieser Unterschied? Ist das wirklich durch die fehlende Chemotherapie bedingt? Fatima Cardoso, die diese Studie präsentiert hat, hat zumindest als Diskussionspunkt in den Raum gestellt, dass die Frauen, die jünger als 50 waren und keine Chemotherapie erhalten haben, nur in 16% einen Ovarian Function Suppressant, also eine Ausschaltung der Ovarfunktion, erhalten haben als Teil der endokrinen Therapie. Und das entspricht jetzt nicht unserem klinischen Alltag in Österreich vor allen Dingen, aber ich denke auch in Europa. Hier waren wohl, sind auch sehr viele amerikanische Patientinnen in der MINDEX-Studie eingeschlossen worden, die generell eine GnRH-analoge Therapie eher ablehnen. In der Chemotherapie-Kohorte waren zudem mehr Patientinnen mit ovarieller Funktionsunterdrückung später dann in der Studie. Und natürlich ist es auch möglich, dass in dieser altersabhängigen Effekten auch eine Chemotherapie induzierte ovarielle Funktionsunterdrückung über längere Zeit, also hier eine Rolle spielt. Und so hat Fatima Cardoso geschlossen, dass das Auslassen oder das Verzichten auf eine Chemotherapie bei klinisch hohem Risiko, aber genomisch niedrigem Risikoscore bei postmenopausalen Patientinnen weiterhin eine sichere Option ist. Bei prämenopausalen Patientinnen wird dieser 5% Unterschied vielleicht doch eine klinische Relevanz haben, aber sie würden trotzdem diese Umstände mit der Patientin stark Risiko-Benefit der Chemotherapie in diesem schmalen Bereich auch diskutieren intensiv und hier dann entscheiden, ob Zugabe von ovarieller Funktionsunterdrückung oder Chemotherapie eine Option für diese Patientinnen darstellt. Also ich denke, weiterhin eine Option, auch hier bei prämenopausalen und vor allen Dingen auch postmenopausalen Patientinnen, eine Deeskalation der Therapie voranzutreiben, mit trotzdem sehr guten Ergebnissen. Wir kommen nun zur palliativen Therapie und hier starten wir mit dem Beitrag der Mammakarzinom-Diagnostik oder Tumore bei der Plenary Session, die wir ja normalerweise in diesem Format verbringen, mit tausenden Menschen in eine einzige Halle gepfercht, alle lauschen gespannt. Dieses Jahr war es eher eine einsame Geschichte. Und Sima Khan hat ja eine Studie der ECOG präsentiert, die sich damit beschäftigt hat, ob wir Patientinnen, die primär metastasiert bei uns vorstellig werden in der Diagnose, davon profitieren in dieser Phase-3-Studie, ob wir eine frühe lokale Therapie des Primärtumors vornehmen. Und diese Fragestellung ist schon seit längerem relevant, wird auch seit längerem auch etwas widersprüchlich diskutiert. Es gibt ja auch mehrere randomisierte Studien, die schon abgeschlossen wurden. Allen voran eine türkische, die hier einen Überlebensbenefit von immerhin 17% durch eine frühe Lokaltherapie gezeigt hat. Die Studie war allerdings nicht ganz unumstritten und hatte doch einige Probleme auch in der Rekrutierung ebenso, aber auch die Studien, die einen negativ verliefen, wie eine indische Studie, aber auch die österreichische ABCSG28-Studie, an der wir auch in Innsbruck teilgenommen haben, konnten hier keinen Vorteil für eine Lokaltherapie erkennen. Und dementsprechend wurden hier Patientinnen, die de novo Stadium 4 Breast Cancer aufgewiesen haben, registriert für diese Studie. Sie wurden dann je nach Patienten und aber auch Erkrankungsfaktoren für die optimale systemische Therapie quasi eingeteilt. Und wenn sie nach dieser Therapie nach 4 bis 8 Monaten ein gutes Ansprechen und keine Progression vor allen Dingen zeigten, wurden die Patientinnen randomisiert in Weiterführung der Systemtherapie oder Early Local Therapy, also Operation der Lokalsituation, was entspricht Brusterhaltung oder Mastektomie mit entsprechend auch Strahlentherapie und dann Weiterführung der Systemtherapie. Und hier wurde ein Follow-up für 5 Jahre nun vorgestellt. Wir sehen, insgesamt 390 Patientinnen wurden metastasiert mit einem vorhandenen Primum registriert. Es sind dann doch 134 Patientinnen, ein gutes Drittel, ausgefallen und es wurden dann 256 Patientinnen randomisiert für diese Studie. 130 eben systemische Therapie und 125 eben mit Lokaltherapie. Insgesamt gab es einen erwarteten Crossover
in dieser Studie, der aber das erwartete Maß nicht überstiegen hat. Und wenn wir uns die Endpunkte ansehen, sehen wir, dass das mediane Überleben bei 54 Monaten lag, bei einem Follow-up von 153 Patientinnen, was das bedeutet, dass 121 Patientinnen von diesen 260 Patientinnen verstorben sind. Es zeigte sich, wie Sie sehen können, kein Unterschied im Gesamtüberleben zwischen Systemtherapie und Lokaltherapie zwischengeschaltet. Und dasselbe Bild zeigt auch das progressionsfreie Überleben. Wenn wir uns nun die Subgruppen anschauen, nach intrinsischer biologischer Aktivität, sehen wir, dass das gilt das Gleiche für hormonrezeptorpositive Tumoren, für HER2-positive Tumoren. Wir sehen hier lediglich einen Unterschied, der in quasi Präferenz der Systemtherapie liegen würde, wobei wir hier sagen müssen, hier ist eine sehr kleine Fallzahl von insgesamt knapp nur 20 Patientinnen, die hier randomisiert wurden als triple-negative Patientinnen, und dementsprechend glaube ich, dass das hier eher ein statistischer Ausreißer aufgrund der kleinen Fallzahl ist, als wirklich ein Unterschied, der sich hier bei triple-negativen Patientinnen abgibt. Auch wenn das Fortschreiten des Lokalbefundes in dieser Situation zweieinhalbfach höher war, wenn wir nicht lokal therapiert haben, hat sich das aber nicht in den ausgewerteten Health-Related Quality of Life-Fragebögen niedergeschlagen. Und basierend auf diesen Daten müssen wir bei der momentanen Praxis bleiben, dass die lokale Therapie des Primärtumors für Patientinnen in metastasierter Situation keine primäre Option darstellt und diese nicht angeboten werden sollte. Kommt es allerdings trotz ansprechender systemischen Erkrankung zu einem lokalen Progress, ist dies natürlich wieder zu erwägen. Das ist ganz klar. Wir bleiben nun bei der endokrinen Therapie und CDK4/6-Inhibitoren haben eben die First-Line-Therapie quasi revolutioniert in den letzten 2 bis 3 Jahren. Das ist der Standard in der metastasierten Behandlung des hormonrezeptorpositiven HER2-negativen Mammakarzinoms. Und über die letzten 2 Jahre haben auch die entsprechenden Zweitlinienstudien in Kombination mit dem selektiven Östrogenrezeptor Degrader Fulvestrant gezeigt, dass hier konsistent eine Verbesserung des Overall Survivals gezeigt werden konnte. Und dementsprechend stellt sich die Frage, ob Fulvestrant vielleicht der bessere Partner für diese CDK4/6-Inhibitoren auch in der First-Line wäre. Und es wurde hier verglichen Fulvestrant plus Palbociclib als experimenteller Arm im Vergleich mit Letrozol und Palbociclib. Und der primäre Endpunkt war das progressionsfreie Überleben, sekundäre Endpunkte Overall Survival, Toxizität und Tumor Response. Und es wurden insgesamt fast 500 Patientinnen randomisiert, mit dem Ergebnis, dass es hier keine Unterschiede im progressionsfreien Überleben gibt oder keine Präferenzen für welchen Partner wir hier in der endokrinen Therapie verwenden in der First Line, also Fulvestrant versus Letrozol gleich. Es zeigt sich auch keine Differenz in den stratifizierten Faktoren wie viszerale Metastasierung oder de novo nicht vorbehandelte Erkrankung, ebenso kein Unterschied im Overall Survival. Dementsprechend bleibt die Entscheidung, mit welchem Partner kombinieren wir die CDK4/6-Inhibition, eine Entscheidung des klinisch betreuenden Arztes, der hier die Vorerkrankungen mit einbeziehen muss, aber auch die nachgeschalteten geplanten Behandlungsstrategien berücksichtigen muss. Und hier kommen wir eben auch gleich zur Belief-Studie. Alpelisib nach CDK4/6. Es gab hier nur in der Zulassungsstudie SOLAR-1 nur wenig Daten dazu, ob nach CDK4/6-Inhibition bei Patienten mit PIK3CA-Mutationen, die hier für diesen PI3-Kinase-Inhibitor Alpelisib in Frage kommen, auch nach CDK4/6-Inhibition funktioniert. Und diese Frage beschäftigte sich eben die Belief-Studie. Es zeigte sich hier, dass alle Patienten zuvor mit einem CDK4/6-Inhibitor behandelt wurden. 70% hatten diesen in der First Line erhalten, 17% in der zweiten Linie und ungefähr 15 Patienten, also sprich die restlichen Patienten, haben die CDK4/6-Inhibition im Rahmen einer adjuvanten Studie in diesem Setting erhalten. 20% wiesen eine primäre und 60% eine sekundäre endokrine Resistenz aus, das heißt, haben auf eine vorangegangene endokrine Therapie dann eine Resistenz entwickelt. Und der primäre Endpunkt war positiv mit einem gesamt progressionsfreien Überleben zu 6 Monaten von 50% der Patientinnen, wurde dieses positiv gewertet, und das mediane progressionsfreie Überleben liegt mit 7,3 Monaten eigentlich sehr gut. Das heißt, auch nach, wenn wir das vergleichen mit den Daten von Solar, was jetzt auf das Ansprechen anbelangt, sehen wir vergleichbare Ansprechraten und vergleichbare progressionsfreie Überlebensdaten auch nach CDK4/6-Inhibition. Das heißt, für unsere Patienten, die in der First Line CDK4/6-Inhibition plus endokrine Therapie erhalten,
bleibt dann bei nachgewiesener PI3-Kinase-Mutation die beste nächste Therapieoption, die Kombination von Alpelisipir mit Fulvestrant. Das Overall Safety Profile zeigte hier keine neuen Signale. Allerdings kennen wir inzwischen aus dem klinischen Alltag die Probleme in der im Nebenwirkungsmanagement. Und auch dies zeigt sich hier, dass im Vergleich zur SOLAR-1-Studie die Nebenwirkungen doch in den höheren Graden deutlich abgenommen haben, was wohl mit besserem Management gerade des Rash und der Hyperglykämie zu tun haben dürften. Zum letzten Punkt meiner Präsentation, die HER2CLIMB-Studie. Entschuldigung, ich muss wahrscheinlich ein bisschen Gas geben. Tucatinib bei Gehirnmetastasen, HER2-positive Patientinnen haben in dieser Studie Tucatinib erhalten. Der primäre Endpunkt war positiv. Die Studie hat allerdings auch Patientinnen mit Hirnmetastasen erlaubt, auch mit Patientinnen, wo die Hirnmetastasen nicht unter Kontrolle waren, also nicht stabil waren. Und 70% dieser Patientinnen, die jetzt nur die explorative Analyse für zerebrale Metastasierung, haben eine lokale Radiotherapie erhalten, 15% auch eine Chirurgie der Hirnmetastasen. Und wir sehen, dass wir hier durch die Gabe von Tucatinib plus Trastuzumab und Capecitabine im Vergleich zu Placebo und Trastuzumab plus Capecitabine eine dramatische Verbesserung des ZNS-progressionsfreien Überlebens zeigen konnten. Hier waren nach 12 Monaten alle Patientinnen im Placebo-Arm progredient und im Tucatinib-Arm immerhin noch 40% ohne Progression. Das ist, denke ich, sehr spannend. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch bei den Patientinnen, die aktive Hirnmetastasen hatten. Was das Gesamtüberleben anbelangt, auch hier zeigt sich eine Verbesserung. Also Tucatinib, der erste TKI, der hier auch zeigt, dass man im Overall Survival bei metastasierten Patientinnen mit Hirnmetastasen eine Verbesserung erzielen kann. Dementsprechend ist auch hier die FDA-Approval schon unterwegs und wir warten auf die Zulassung in Europa. Zum Schluss noch die Keynote 355-Studie Immunonkologie beim triple-negativen Mammakarzinom. Seit vorliegender Impassion-Daten 130 vor einem Jahr wissen wir, dass die Kombination von Chemotherapie mit Immuncheckpoint-Inhibition in der First Line des metastasierten triple-negativen Mammakarzinoms Sinn macht. Es hat sich nun auch die Studie mit Pembrolizumab aufgemacht, hier dass diese Frage zu klären, selbe Population. Die Chemotherapie konnte frei gewählt werden, entweder Nab-Paclitaxel, Paclitaxel weekly normal oder Gemcitabine plus Carboplatin. Und es wurde hier auch primäre Endpunkte stratifiziert bereits nach dem Combined Prognostic Score CPS über 10 oder 1, was die im PD-L1 Tumorexpression anbelangt. Und wir sehen hier, dass doch ein großer Teil, ca. 40% CPS über 10 positiv ist, vergleichbar mit den IC-Immunzellen, die positiv für PD-L1 sind in der Impassion-Studie, auch 40%, die hier dann auf die Therapie angesprochen haben. Und wir sehen, dass hier bei CPS-Score von 10 die Patienten ein signifikant verlängertes progressionsfreies Überleben haben von 5,6 auf 9,7 Monate mit einer Risikoreduktion von 35%, also klinisch relevant. Wenn wir nur ein CPS von 1 als Cutoff nehmen, verschwindet diese Signifikanz und in der Intention-to-Treat-Population hier ebenfalls kein Unterschied erkennbar. Bei den Nebenwirkungen sehen wir, dass die Safety-Profile konsistent mit dem sind, was wir erwarten von den einzelnen Therapien, Chemotherapien, aber auch was die Immuncheckpoint-Inhibition anbelangt. Und wir können sagen, dass Pembrolizumab und Chemotherapie in einer statistisch signifikanten Verbesserung im Event-free oder Disease-free oder progressionsfreien Überleben gegen Chemotherapie alleine geführt hat. Dies gilt für die Gruppe mit einem CPS-Score von über 10. Hier haben alle Subgruppen in dieser Population von der Chemotherapie, von dieser Kombination einen Vorteil mitgenommen, wobei der Benefit bei Patienten, die ein Taxan erhalten haben, jetzt im Vergleich zu Gemcitabine-Carboplatin, doch deutlich besser abgeschnitten haben. Und gemeinsam mit den Ergebnissen der Impassion 130, die hier aber auch schon Overall-Survival-Daten geliefert hat, sehen wir, dass die immunonkologische Therapie nun ein neuer Standard in der Behandlung des First-Line-metastasierten triple-negativen Mammakarzinoms darstellt und dementsprechend hier in der Zukunft endlich auch die Immunonkologie beim Mammakarzinom jetzt fix angekommen ist. Und wir sind auch schon dabei, das in der adjuvanten, neoadjuvanten Situation zu testen, warten hier aber noch auf Langzeitergebnisse, die uns wirklich beweisen, dass auch das hier zum neuen Standard gehört. Damit darf ich mich mit Bildern von früher aus Chicago verabschieden und bin offen für die Diskussion. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr überzogen. Gibt es Fragen
von den anderen Zuhörern? Ich hätte eine Frage auch als Diskutant. Ich muss meine Rolle da gerecht werden Ja, auch. Und dann, wie siehst du das CDK4/6-Inhibitoren in der neoadjuvanten Therapie? Da müsste man sich vorstellen, dass da doch eine Wirksamkeit vorhanden ist, wenn man bedenkt, jetzt in der First-Line-Therapie doch etwas, was jetzt etabliert ist. Warum denkst du, bleibt da die Wirkung aus? wir haben gesehen, dass sich durchaus, was jetzt die Proliferationsrate anbelangt, in anderen Studien was tut, dass es zurückgeht. Die Frage ist, haben diese Studien lange genug behandelt? Ich glaube, dass wir in der endokrinen Therapie im neoadjuvanten Setting mit wesentlich längeren Zeiträumen rechnen müssen, als wir das in der neoadjuvanten Therapie Chemotherapie machen. Und ich glaube, dass vielleicht eines der Probleme ist, dass diese Therapien alle zu kurze Zeiträume und zu kurze Therapiedauern bis zur Operation untersucht haben. Ich glaube, man müsste da eher den maximalen Response abwarten, bis der Tumor einfach nicht mehr schrumpft und erst dann zur Operation schreiten. Vielleicht würde man da einen Unterschied sehen. Wobei jetzt natürlich eben auch die adjuvanten Ergebnisse, die so durchs Gebüsch gekommen sind in den letzten Tagen, wo Pala-Studie, Palbociclib-Adjuvant bei Hochrisikopatientinnen offensichtlich negativ ist und hier auch die Medikation der Patientinnen abgebrochen wurde, also nicht besonders vielversprechend offensichtlich ausschaut. Ein paar Tage später aber die Abemaciclib-Studie gezeigt hat, also im Press Release oder zumindest für die PIs, die an der Studie teilgenommen haben, gezeigt wurde, dass die Studie weiterläuft und hier auch der primäre Endpunkt bereits als positiv gewertet wird. Also ist es die Frage der Komponente? Haben wir vielleicht bislang die falschen CDK4/6-Inhibitoren getestet? Oder liegt es einfach an der Dauer der Therapie, wobei ich eher derweil einmal in der neoadjuvanten Situation auf Zweiteres tippen würde, dass hier einfach die Studien alle auf kurze Zeit ausgelegt waren und mit den langen Atem haben, den wir vielleicht bei der endokrinen Therapie brauchen, neoadjuvant. Ja, hallo Daniel, ich hätte eine Frage bezüglich der anthrazyklinfreien Therapie bei den HER2-positiven Mammakarzinomen. Würdest du auch in der neoadjuvanten Situation da bei Patientinnen eine Rolle für eine anthrazyklinfreie Therapie sehen? Weil es gibt ja auch vereinzelt Studien, wo nur das Taxan eigentlich verwendet worden ist mit dem Herceptin und dem Pertuzumab. Oder würdest du in der neoadjuvanten Situation die Kombination fix immer so sehen? Ich denke, man muss auch in der neoadjuvanten Situation wahrscheinlich ein bisschen Risiko stratifizieren. Und ich mache es jetzt inzwischen so, dass wir das angesprochene Schema, das du gemeint hast, das APT-Schema in der adjuvanten Situation, nur Taxan plus Antikörpertherapie jetzt bei kleinen Tumoren nodal negativ, die ein niedrigeres Risiko aufweisen, neoadjuvant behandeln und dann auch nach dem Ansprechen quasi dann die weitere Therapie in der adjuvanten Situation nach dem quasi festsetzen. Also ich glaube, es gibt schon eine Rolle für anthrazyklinfreie Therapie auch in der neoadjuvanten Situation. Okay, danke. Darf ich noch ganz kurz fragen zu dieser Substanz, Tucatinib, ZNS-wirksame Substanz, HER2-positive Tumoren? Siehst du einen Weg dieser Substanz in die früheren Therapielinien, dass man sozusagen schon früher versucht, ein ZNS-wirksames Medikament in die Schemata einzubauen, mit dem Ziel, die ZNS-Metastasierung erst gar nicht entstehen zu lassen, möglichst sozusagen hinauszuschieben? Unter Umständen in Kombination mit anderen Anti-HER2-Therapien oder in welche Richtung geht denn die Entwicklung dieses Medikaments? Also ich glaube, das war jetzt die erste Phase-3-Studie, die doch relativ kleine Firma, die das produziert, gezeigt hat. Und die Effektivität des Medikaments ist wirklich beeindruckend, auch jetzt im Vergleich zu den anderen Tyrosinkinase-Inhibitoren, die wir da einsetzen. Und gerade diese ZNS-Gängigkeit ist natürlich verlockend und ich denke, es ist dringend notwendig, da in die adjuvante, neoadjuvante Situation zu gehen. Wobei es ja natürlich, wir wissen, dass es nie immer ganz gleich funktioniert. Wir haben auch das TDM1 in die adjuvante Situation geholt bei Non-PCR jetzt mit der Catherine-Studie. Und da hätten wir uns ja auch erwartet, dass das TDM1 eigentlich irgendwas ist, mit dem wir gut Hirnmetastasen in diesem Setting behandeln können, auch systemisch. Und da hat sich dann kein Unterschied gezeigt. Im Gegenteil, relativ, da sind die Metastasen extrakraniell sind zurückgegangen, aber die Rezidive intrakraniell sind gleich geblieben. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Feld, wo wir besonders viel Druck haben, unseren Patientinnen eine Verbesserung zu bieten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass diese Substanzen auch in die frühen Therapielinien gehen. Und ich habe auch schon
eigene Proposals mit der Firma diskutiert, dass wir da Studien machen oder auch vielleicht kleinere, um zu schauen, wie das anspricht auch grundsätzlich. In einer metastasierten Situation, würdest du da auch glauben, dass man das sozusagen schon früher in die Erstlinientherapie irgendwie integrieren sollte, um von Anfang an quasi in dieser Konstellation auch eine ZNS-Wirksamkeit im Konzept enthalten zu haben? Wäre natürlich auch sinnvoll, aber da wären wir halt zuerst auch, diese Patienten waren alle relativ stark vorbehandelt mit den Standardtherapien und da wird es natürlich neue Studien brauchen, die zeigen, dass das zumindest auch zu diesem Zeitpunkt jetzt auch was die systemische Effektivität anbelangt mit der Standardtherapie mithalten kann oder in der Kombination auch verträglich ist. Und ich glaube, das gilt es als nächstes zu beweisen, auch jetzt fürs metastasierte Setting. Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann Daniel, danke für die schöne Übersicht.